Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als an dem zu freuen, was er isst und trinkt, und das Leben trotz aller Mühe zu genießen. Doch ich erkannte, dass auch das ein Geschenk Gottes ist. Hier spricht Andreas Bietz aus Grünstadt und ich wünsche Ihnen einen guten Tag. In der Adventszeit denke ich oft an einen Geburtstag zurück. Ich war bei einer Dame zum 70. Geburtstag eingeladen. Mit Freundinnen und Nachbarinnen saßen wir am Kaffeetisch und durften es uns mit dem Geburtstagskind bei Kaffee und leckerem Kuchen gut gehen lassen. Ohne schlechtes Gewissen saß ich am Tisch und freute mich über mein Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Denn ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte. Als ich auch mein zweites Stück gegessen hatte und sich der Hunger bei allem langsam legte, da sprach eine Nachbarin mich an. Herr Pastor Bietz, da haben wir aber heute Nachmittag alle miteinander ganz schön gesündigt. Die ganze Kaffeerunde stimmte ungefragt zu. Ohne etwas zu entgegnen, saß ich etwas betröppelt da und hing meinen Gedanken nach. Die Aussage der Nachbarin hat mich traurig gemacht. Auch wenn sie es bestimmt anders gemeint hatte, als es bei mir angekommen war. Aber hinter der Aussage steckt ja ein komisches Gottesbild. Da ist ein Gott, der gönnt mir nicht mal zwei Stückchen Torte. Und bei niemandem in der Runde hatte ich irgendwie den Eindruck, dass sich da wirklich jemand dauerhaft ungesund ernährt. Im Buch der Sprüche wird mir ein ganz anderes Bild von Gott vermittelt. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als sich an dem zu freuen, was er isst und trinkt und das Leben trotz aller Mühe zu genießen. Doch ich erkannte, dass auch das ein Geschenk Gottes ist. Ich darf mich über leckeres Essen und Trinken freuen, kann es genießen, darf es voller Dankbarkeit als ein Geschenk von Gott ansehen und annehmen. Ein paar Tage später war ich in einer Stadt, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Mittags habe ich mich am Weihnachtsmarkt mit einer Portion Currywurst-Pommes gestärkt. Am Stand saß mir ein Ehepaar gegenüber. Ich wollte gerade gehen, da sagte der Mann zu seiner Frau: "Heute haben wir aber ganz schön gesündigt." Ein Déjà-vu. Ich habe mich dem Ehepaar dann noch einmal zugewendet und mit einem Lächeln gesagt: "Machen Sie sich keine Sorgen. Gott gönnt Ihnen Ihre Currywurst-Pommes. Für ihn ist es kein Problem." Der Mann entgegnete mir dann freudig: "Dann können wir uns ja alle vier über diese Mahlzeit freuen," und grinste. Vielleicht nehmen Sie sich ja heute mal Zeit und gönnen sich mal was. Etwas, zu dem Sie richtig Lust haben. Einen schönen Glühwein am Weihnachtsmarkt, eine Currywurst-Pommes, Lebkuchen, ein Stück Torte oder was Ihnen so zusagt. Gott gönnt Ihnen das. Lassen Sie es gut gehen, genießen es und freuen Sie sich voller Dankbarkeit über dieses Geschenk von Gott. Ich bete mit uns. Vater, hab du Dank, dass wir uns immer wieder über etwas Schönes zu essen und zu trinken freuen können, dass du es uns gönnst und noch viel mehr. Danke, dass wir so viele schöne Dinge genießen können. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.